Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Fallout 4. Ja, ich stehe hier in Starlight Drive-In vor meinem neuen Westwall. Der ist immer noch nicht weiter, als er in der letzten Folge war. Wir fangen auch was anderes an heute. Und zwar sprechen wir mal mit Vater über die Sündeinbehaltung. Das heißt, wir machen jetzt bis Folge 299 ein bisschen was fürs Institut. Und danach schauen wir ab Folge 300. So habe ich es mir jedenfalls gedacht. In die Nuka World rein. Ich hab's nicht allzu eilig, die Hauptquest 3 fertig zu machen, ganz ehrlich. Das möchte ich eigentlich so spät wie möglich machen. Weil es immer so endgültig ist. So, Begleiter habe ich jetzt keine dabei. Ja, dafür habe ich eine zusätzliche Waffe mitgenommen, die Frostkampf-Scharfschützen-Waffe. Und dank unseres einsame Wanderer-Dings, oder wie das heißt, hier, einsamer Umherziehender, kann ich 100% mehr Ausrüstung tragen. Außerdem hatten wir einen Level-Up zwischen den Folgen, hat sich so ergeben, und ich habe in Querschläger investiert. Die Chance, dass Schüsse auf den Gegner zurückgeworfen werden und ihn töten, ist jetzt höher. Ja, also wir reflektieren Schüsse mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Ich bin mal gespannt, ich hatte noch nicht die Gelegenheit, den Skill in Aktion zu bewundern. Der nächste Punkt wäre, wird ein Gegner durch einen zurückgeworfenen Angriff getötet, besteht die Chance, dass sich dein Balken für kritische Angriffe füllt. Das muss ich nicht unbedingt haben. Ich denke, ich tue stattdessen lieber noch einen Punkt in automatische Waffen investieren. Anwesenheit ist ein großes Geschenk. Nicht nur für Vater. Ich habe eine Reihe von Gegenständen, die bei ihren Oberflächenmissionen nützlich sein dürften. Ja, die feiern mich ja hier, ja, ne? Ich schau mal, was du hast. Jo, genau, was hast du denn? Institut Laborkittel, den kaufe ich dir mal ab. Die finde ich recht hübsch. Institut Overall. Weiß ich jetzt gar nicht, wie der ausschaut. Ja. Ein Sündhelm. Plus 1 Beweglichkeit und Wahrnehmung ist ja nicht schlecht. Gut, wir reden mal mit unserem Sohn, der gut 40 Jahre älter ist als wir selbst, zumindest biologisch. Das ist der künstliche Sean. Tja, mit dem kann ich nicht reden. Was denkst du, nachdem du das Institut jetzt selbst gesehen hast? Nicht beeindruckt, fast, ja. Ihr habt hier Technologie, die ich mir nie erträumt hätte. Faszinierend. Schön, dass du unsere Leistung zu schätzen weißt. Es war ein langer Weg dahin. All unser Wissen und unsere Ressourcen dienen einem einzigen Ziel, das unser Motto perfekt zusammenfasst. Menschheit. Neu definiert. Leider gibt es keine Fortschritte ohne gelegentliche Rückschläge. So bemerkenswert unsere Sens auch sind, ohne Überwachung können sie gefährlich sein. Der überlegene Geist und Körper des Sens, der sich mit so etwas wie einem freien Willen herumschlägt, kann zu Chaos führen. Ja, das haben wir schon oft genug erlebt, ne? Tja. Was meinst du mit Überwachung? Solange sie hier im Institut sind und den Zweck erfüllen, für den sie entworfen wurden, funktionieren unsere Sens vortrefflich. Wie du gleich siehst, können sie aber unberechenbar werden, wenn man sie loslässt. Ein abtrünniger Sens hat die Raiderbande in Libertalia übernommen. Seine Erinnerungen wurden gelöscht und seine Identität wurde verändert. Er glaubt nun, er sei ein Mann namens Gabriel. Unter seiner Führung haben die Raider viele Unschuldige getötet. Ich habe einen Runner nach Libertalia geschickt. Schließ dich ihm an und hol den Synth zurück. Den habe ich eigentlich schon getötet, oder? Oder, ja gut, vielleicht war das nicht der Quest-Typ da, sondern ein anderer. Wir waren doch schon mal in Libertalia, um nach einem Heft zu suchen. Oder war es eine Wackelpuppe? Ich glaube, ein Heft war es. Und dabei sind wir bis ins hinterste Eck von Libertalia eingedrungen. Bist du noch da? Wer hat die Erinnerungen gelöscht?
Und warum? Dahinter stecken diese idealistischen Radikalen der Railroad. Um die kümmern wir uns noch. Aber jetzt müssen wir den Synth zurückholen, bevor noch mehr Schaden entsteht. Du solltest gehen. Viele sind in Gefahr und eine Verzögerung könnte Leben kosten. Jo, wobei wir jetzt gelernt haben, dass die vom Institut keine Monster sind. Die wollen nicht, dass ihre Synths austicken, aber mal ganz ehrlich, wenn die einen freien Willen haben, dann läuft es darauf hinaus, je menschlicher sie werden vor allem, also umso menschlicher sie werden, desto eher wird es auch Synths geben, die böse handeln. Ja? Das wird sich nicht vermeiden lassen. Trifft euch mit dem Runner. Jo, sieht nach einer Actionfolge aus, das passt schon. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen, bevor uns Vater gefragt hat, ob wir noch da sind? Worüber haben wir da gerade gesprochen? Über Libertalia. Ja, genau. Da sind wir doch bis in dem letzten Bereich. Wir haben sogar eine besondere Waffe gefunden. Was war das gleich wieder? Ich komme jetzt nicht drauf. Vielleicht findet man noch so eine. Dass das inzwischen respawned ist. Und ich habe euch ja damals schon eine Andeutung gemacht, dass der Typ, den wir da erschossen haben, eigentlich ein Quest Dings ist. Aber das war es wohl doch nicht. Den haben sie wohl erst jetzt platziert. Und das, was wir damals getötet haben, wird wohl ein einfacher Raider-Boss gewesen sein. Und ich bin bereit reinzugehen, Ma'am. Du musst der Runner sein, den ich treffen soll. Ja, Ma'am. Bezeichnung X688. Ich habe die Wache bereits neutralisiert. Sagen Sie Bescheid und wir können den Angriff auf die Hauptflottille starten. Was wissen wir über diesen Synth, Gabriel? Bezeichnung B592 befindet sich in der Hütte auf dem umgedrehten Frachtschiff. Er hat wahrscheinlich seine besten Kämpfer dabei. Daher sollten wir mit schwerem Widerstand rechnen. Sind Sie bereit hineinzugehen? Ich bin... lange dauern. Sag mir nicht, ich muss... Nein, das... gut, da halte ich mich jetzt mal raus. Das muss er alleine tun. Noch bin ich nicht so weit, dass ich mich gegen die stählerne Bruderschaft stellen will. Ich möchte ja später, wenn so ziemlich zum Ende, wenn ich alles andere erledigt habe, möchte ich euch ja alle Optionen zeigen und da sollte ich es mir nicht mit einer Fraktion verscherzen jetzt. Du hättest aufgeben sollen. Ich mache mich mal unsichtbar sozusagen. Ja, da gibt es übrigens Chamäleon-Teile, aber ich habe noch keins gefunden. Das mir diesbezüglich wirklich weiterhilft. Ich habe zwar ein Chamäleon-Teil für Kampfrüstungen, aber da fehlt mir ein anderes dazu passendes Teil, deswegen trage ich es auch nicht. Oh Gott, ich fürchte, das geht schlecht aus für die. Dreh halt einfach ab, verpiss dich. Ja, jetzt. Eigentlich sehen sie mich jetzt hier unten, ne? Nichts tunt. Hätte normalerweise Konsequenzen. Der schafft's nicht. Ich war's nicht. Jo, diese Runner sind ja die Elite-Einheiten des Instituts. Mir ist jetzt schon langweilig. Dem ist jetzt schon langweilig. Jawohl, der Kampf läuft noch und ist in mir schon langweilig. Na wunderbar. Nein, ich schieße jetzt nicht auf die Bruderschaft. Das muss er alleine machen. Sorry. Schön leise sind die Institutwaffen, das muss man einfach anerkennen. Ich hatte auf eine Herausforderung gehofft. Man soll die Hoffnung. Er hatte auf eine Herausforderung gehofft. Wunderbar. Hoffnung nie aufgeben. So, ich. Dafür hast du keine Gefangenen! Geht doch einfach. Warte mal, reden. Bringt nichts. Gut.
ich halte mich da raus und kümmere mich um unsere Quest. Achso, ich muss ja nochmal mit dem reden, weil wegen dem Wörterbett das Gespräch abgebrochen wurde. Ja, ich schätze, wir fügen Räder Abenteurer? Wo kommt denn der jetzt her? Für ältester Maxim. Mehr hast du nicht drauf. Das war jetzt mal ein abgeprallter Schuss. Das hat es jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich möchte eigentlich gerne mal, dass der sich selbst erschießt. Auf die Weise. Ich glaube, ich leg's mal drauf an. Na komm, streng dich an. Und wenn ich Glück hab, prallt wieder eine Kugel ab und erschießt sich selbst. Na, komm, streng dich an. Ja, zündet relativ selten, muss ich sagen. Steampack. Das war ein großer Fehler. Ja, Moment mal. Na komm. Prall endlich mal eine abne Kugel. Was? Moment. F5, Quatsch. So, jetzt habe ich dich. Gehackt. Ja gut, beenden wir das. Na, nicht getroffen? So, ich sammle jetzt nur Munition auf das andere Klump. Sturmgewehr wäre natürlich schon wertvoll, aber... 500... Ja, das nehme ich schon mit der 520. Ja, das lass mal. Kampfrüstung habe ich eigentlich genug im... Wo ist denn jetzt das Häufchen Elend da? Aggressortron, Gedöns, Aluminium. Ja, Aluminium ist prima, dankeschön. Das kann ich gerade sehr gut brauchen. Noch 50 davon und ich kann... Oder 25, glaube ich. Und ich kann mir einen Reaktor bauen für... meinen Westwall in Starlight Drive-In. Jo. Räder, Schrotpatrone, so. Ich fürchte, wir müssen den Dialog nochmal führen. Muss der Runner sein, den ich treffen soll. Ja, Ma'am. Bezeichnung X688. Ich habe die Wache bereits neutralisiert. Sagen Sie Bescheid und wir können den Angriff auf die Hauptflottille starten. Jo, das da oben haben wir schon gefragt. Bringen wir es schnell hinter uns. Direkt hinter Ihnen, Ma'am. Gut. Ich meine, wenn man das Institut mal ein bisschen näher erforscht oder so, merkt man schon, dass die eigentlich auch nicht falscher sind als die anderen. Nur eins gefällt mir beim Institut überhaupt nicht, nämlich... dass sie die Synths im Grunde als Arbeitssklaven, wie soll ich sagen, also zu dem Zweck halt nutzen, ne? Ich dachte, ich
hätte einen Feind gesichert. Und es wäre eigentlich besser, wenn sie sie weniger menschlich gestalten würden. Dann käme ich jetzt auch nicht in dieses Dilemma und könnte das Institut eigentlich mit gutem Gewissen unterstützen. Weil ich meine, die haben schon was drauf, ne? Die haben eine super Technik, kann man nicht anders sagen. Und mit der Technik könnte man eigentlich die Erde wieder... bewohnbar machen. Terraformen eigentlich müsste man die Erde in dem Zustand, wie sie sich gerade befindet. Das ist wohl ihre Art, ihre Brote zu dekorieren. So. Ich nehme an, das wird eine zweiteilige Folge. Ich habe vor, die auch ein bisschen kürzer zu machen als die letzten Folgen. So 25 Minuten oder so. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Ich habe in der letzten Zeit oft längere Folgen gemacht und das soll eigentlich nicht zum Dauerzustand werden. Ich teile immer 30 Minuten an, aber bei der letzten Folge wäre es wirklich Quatsch gewesen, da eine zweite Folge draus zu machen und dann... Also die Quest war einfach nicht für einen Zweiteiler geeignet. Cool. Oh, Stealth Boy, den könnte ich vielleicht auch noch mal benutzen. Für eine etwas subtilere Taktik. Will ich dahin eigentlich nicht, oder? Ich will eher darüber. Also dann noch mal hoch. Wo sind denn eigentlich die nächsten Gegner? Nö. Ja, wir müssen wieder diesen Aufzug finden, mit dem er dann rüberkommt, diese Seilbahn. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ah, da ist er ja auch schon. Die schwebt gerade nach drüben. Sehr gut. Moment. Haben Sie auch was gehört? Nö, gar nichts gehört. Was machst du da unten? Du sollst doch hier rauf. Sind die etwa von meinem ersten Besuch noch tot? Schaut ganz danach aus. Jedenfalls... Die wertvollen Sachen habe ich schon rausgezogen, so wie es ausschaut. Ja, ist schon länger her. Das ist ja schon etliche Folgen her, also es ist nicht eben neulich passiert. Aber das sind wohl Gegner, die nicht respawnen. Aluminium geht mit. Ja, ein bisschen Glas nehmen wir auch noch mit. Das müsste auch Aluminium sein.
So, hier irgendwo lag dann auch das Heft in der Nähe. Das war doch so... sowas wie das hier. Die hat es wohl wieder aufgefüllt, weil ich glaube nicht, dass ich die ungerupft gelassen habe. Wie komme ich jetzt dahin? Da nicht. Dann muss es da lang sein. Aber da komme ich ja her. Nee, das ist es nicht. Ja, vielleicht mache ich es mir leicht. Nee, das reicht nicht. Das ist irgend so eine bekloppte Leiter. Hier, oder? Sag mal. Jetzt bin ich bestimmt schon zum fünften Mal hier. Hä? Tresor? Da ist eine Treppe. Warum habe ich die gerade nicht gesehen? War bestimmt schon fünfmal im Bild und ich habe es übersehen. Wäre ja nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen. Ja, jetzt habt ihr die... Warten Sie kurz über... verpasst, weil der während dem Ladebildschirm zum Reden angefangen hat und ich hatte die Pause-Taste gedrückt. Ich bin ganz Ohr. Ich gebe Ihnen den Zurücksetzungscode von B592. Hört er ihn, werden seine kognitiven Prozesse zurückgesetzt und er wird gefügig. Sagen Sie B592 zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Danach den Autorisierungscode Gamma 71 Epsilon. Wenn er abgeschaltet ist, kann ich ihn sicher zum Institut bringen. Gut. Ich würde gerne unnötige Gewalt vermeiden. Vielleicht ist er da nicht allein und wir müssen Gewalt einsetzen. Das ist alles, Ma'am. Bereit, wenn Sie es sind. Jo, und hier auf der Kiste war diese besondere Waffe. Das war, glaube ich, Le Fusil Terrible. Gerade fällt mir ein, ich glaube, so hieß die Waffe. Gabriels Terminal, das könnte jetzt interessant sein. Dann wird's wohl doch kein Zweiteil. Da sind wir schneller durchgekommen. Ich hab ja nicht viel kämpfen müssen. Ausführen, löschen, alte Dateien, Logparameter, alte Dateien, unbekannt, bla, blub, bla, bla, bla. Wie repariert man dieses beschissene Terminal? Befehl, Hilfe, unbekannt. Okay. Benutzer war ja James. Mai 2282. Kann sein, dass wir die Texte schon kennen. Da wären wir also. Unser neues Zuhause. Wir haben nur einen von Andersons weniger nützlichen Zähnen verloren. Ansonsten gab es kaum Probleme dabei, die Maya-Lurks aus diesen alten Pötten zu vertreiben. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, was wir als nächstes tun sollen. Kaum einer von uns erinnert sich noch an das Leben vor den Minutemen. Aber es war General Becker, der die Jungs zusammengehalten hat. Jetzt ist er tot und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Milizen bekriegen werden. Da habe ich keine Lust drauf. Aber wir können etwas aus dem Laden hier machen, da bin ich sicher. Außerdem gibt es keinen anderen Weg. Ja, wir kennen die Texte schon, ich habe es damals schon mal vorgelesen. Aber ich glaube, ich lese trotzdem nochmal vor für diese Quest hier.
November 2282. Wir verbrauchen deutlich mehr Lebensmittel als geplant. Die Leute haben Hunger. Wir haben das Essen zwar rationiert, aber die Späher müssen bald etwas finden. Sonst bekommen wir Probleme. Dezember 2282. Ja, da sieht man jetzt dann so nach und nach, wie ihre Skrupel sinken. Am Anfang haben sie irgendwie noch die Ideale der Minutemen drin, wenn ich mich recht erinnere an die Abfolge. Und zum Schluss sind es eigentlich bloß noch Räder aus ihnen geworden. Ich habe Anderson und Williams heute erhängen lassen. Genau, da geht's schon los. War nicht schön, unsere Pistenschützen zu exekutieren, aber es musste getan werden. Ja, damit kann man alles rechtfertigen, ne? Ende letzten Monats haben sie Vorräte und Essen gefunden. Wir waren am Verhungern, also habe ich nicht gefragt, wo das Zeug herkommt. Heute haben wir dann Besuch von den Wachen aus Bunker Hill bekommen. Wie sich herausstellt, haben meine Jungs Karawanen überfallen und uns mit der Beute durchgefüttert. Ich habe den Wachen mein Wort gegeben, dass ich die Jungs gerecht bestrafen würde. Und ich halte mein Wort. Okay, die haben angefangen mit der Plünderei, ne? Und ja, aber sie gleich zu erhängen, hätte es da nicht eine andere wirksame Strafe gegeben? Februar 2283. Scheiße, es reicht. Eine weitere Karawane hat meine Jungs beschissen. Diese Söldnerkacke, zu der wir gezwungen sind, lohnt sich nicht, wenn die Dreckskerle nicht bezahlen. Aha, da sind sie übergegangen, Schutzgeld zu verlangen. Und sich von denen als Wächter, als Karawanenwache anheuern zu lassen, ne? Ich habe versucht, ja, Schutzgeld ist dann eigentlich falsch, die haben halt einen Söldner gemacht, ne? Die haben sich für die Dienste bezahlen lassen. Ich habe versucht, die Händler in Bunker Hill zu überzeugen, uns zu helfen, uns was zu essen zu geben. Aber sie sind hart geblieben, sie stecken da mit drin, da bin ich sicher. Nein, es reicht, heute werden meine Jungs und ich ein Exempel statuieren. Und dann im April 2283. Vier neue Rekruten heute. Meinten, sie hätten gehört, dass die Raider in der Bucht eine Menge Kronkorken an Land holen. Raider. So haben sie uns genannt. Und sie liegen damit nicht falsch. Wir machen echt eine Menge Kohle. Bunker Hill, die Karawanen, die bezahlen uns, damit wir nichts tun. Sie in Ruhe lassen. Jetzt ist es Schutzgeld. Ja, im letzten Dings, da war es noch Söldnerlohn. Jetzt ist es Schutzgeld. Seit wir die Minutemen verlassen haben, ging es uns nie besser. General Becker würde kotzen, wenn er uns jetzt sehen würde, aber er ist tot und wir sind noch am Leben. Ich habe keine Lust mehr zu schreiben. Gut, dann wissen wir genug über Libertalia, diese feine, so diese Gesellschaft. Die haben sich von Minutemen mit gewissen Idealen zu Raidern entwickelt. Aber ich will nicht urteilen. Ich will nicht wissen, was ich in ihrer Situation tun würde. Ich weiß es nicht. Ich denke zwar, ich würde sowas nicht machen, aber ich weiß es nicht. Ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Keiner kann das, wenn er ehrlich zu sich selbst ist. Vor allem, wenn es darum geht, eine Familie durchzubringen. Wenn es nur um sich selber geht, ist vielleicht was anderes. Aber wenn noch eine Familie da ist, die ernährt werden muss, da kann ich mir vorstellen. Flasche mit Frostschutzmittel. Und da ist die Mini-Atombombe, die ich bei meinem ersten Versuch hier komplett übersehen habe. Obwohl ich wusste, dass er da sein muss. Ja, aber jetzt haben wir sie, ne? Gut gemacht. Eure Ausrüstung seid ihr bestimmt Agenten des Instituts. Ganz also nach braucht das Institut so dringend Ressourcen, dass es Beute von ehrlichen, hart arbeitenden Commonwealth-Banden stiehlt? Wie viel Beute habt ihr denn? Ah, ihr seid also wegen Beute hier. Was machst du da, Boss? Die können wir erledigen! Halt deinen Mund, ich weiß, was ich tue. Wir haben einen kleinen Vorrat. Pass auf, ich gebe ihn euch, wenn ihr dann verschwindet. Was sagst du? Habe ich dein Wort? Wenn ich's mir recht überlege, nein. Wenn ihr es so haben wollt, bringen wir es zu Ende. B592 zurücksetzen auf Werkseinstellung. Ja, schön, danke. Ich habe schon gedacht, ich hätte es jetzt vermasselt. Aber mein Begleiter, der hat den Rückrufcode genannt. Und jetzt steht er da wie eine leere Hülle.
Jo, wir haben es gleich. Die Quest ist so gut wie fertig. Ich glaube, es ist vorbei. Oh. Gute Arbeit, Man. Ich bringe den Synth zurück. Hier ist X688, bereit für Transmission mit zurückgeholtem Synth B592. So, effektiv. Dann werden wir wohl noch kurz das Questende besprechen. Robust nehme ich mit. Ja, das meinetwegen auch. Die Quest ist durch. Ich brauche nicht mehr auf meine Aktionspunkte achten. So, der andere, der hat sich da runtergestürzt, nur mich zu ärgern, oder dass ich an den Loot nicht rankomme, ne? Das ist seine Rache. Ja, seine letzte Rache. Sich da runterstürzen. Nur übers Terminal. Ja, wenn es weiter nichts ist. Dann hacken wir wieder mal. Da war doch nie. Das ist nicht. Eins, zwei Falschanträge habe ich schon los. Drei. Vier. Ich könnte mich jetzt schon durchraten. Fünf. Aber vielleicht kriege ich es sogar so hin, dass nur noch einer übrig bleibt. So, jetzt ist nur noch... Das ist das Letzte, genau. Das wär's. Safe-Steuerung. Gut, so mag ich das. Patronen, Chemieglas, Kryogranate. Ja, Kryogranaten sind ja nicht schlecht, gefällt mir durchaus. Aber dass das so geschützt ist wie die Kronjuwelen von England, das verstehe ich jetzt doch nicht. So, und jetzt hole ich mir mein Zeug trotzdem. Nur aus Prinzip. Ab jetzt bin ich mal wieder überladen. Chaka, ich hab's wieder geschafft. Hurra! Ich hab schon gedacht, diesmal wird's nichts aus überladen. Das wäre ja... Können wir doch nicht machen. Ich meine, wir haben doch eine gewisse Form zu warnen, ne? Nö, das wird nichts. Okay, macht nichts. Wir kehren zum Questgeber zurück. Dr. Ormonds Vorlesung über kalte Fusion war nicht weniger als eine Offenbarung. Echt jetzt? Biowissenschaft? Kommt mir irgendwie nicht richtig vor. Ist es auch nicht. Ist halt alles so sauber. Ein Traum, ne? Vor allem für Clarissa, die die Welt ja noch kennt von vor dem Krieg. Die kennt ja Sean eigentlich gar nicht. Da war er noch viel zu klein, ne? Also ist Clarissa von den... Ja gut, es gibt noch ein paar Ghule, die auch von aus der Vorkriegszeit stammen, wie zum Beispiel den Volt-Vertreter. Der für uns arbeitet im Slog. Schön, dass du unversehrt bist. Die Aufgabe war schwierig, aber du musst es selbst erleben, wie gefährlich ein abtrünniger Synth sein kann. Das Institut hat den Synth gebaut. Also ist es auch für seine Taten verantwortlich. Finde ich nicht.
Ein Synth ist von Natur aus nicht böser als eine Waffe. Wenn ein Mann durch einen Schuss stirbt, trägt der Hersteller der Waffe die Schuld? Nein, die Schuld trägt der, der den Abzug gedrückt hat. Wir haben den Synth gebaut. Aber ob es geplant war oder nicht, die Agenten der Railroad haben aus ihm einen Killer gemacht. Aber genug davon. Die Aufgabe ist erledigt und du hast den Synth unversehrt zurückgebracht. Besser hätte ich es mir nicht erhoffen können. Gut gemacht. Während du weg warst, habe ich ein Quartier für dich einrichten lassen. Du findest alles, was du brauchst, sowie reichlich Waffen und Ausrüstung. Schau es dir mal an. Es wird dir bestimmt gefallen. Gut. Ich nehme an, euch interessiert noch, was es in unserem Quartier gibt. Mal ausgehend von Vater. Muss ich jetzt rauf oder runter? Immer wieder das. Oh. Entschuldigung. Ist da. Jetzt zeigt er nach oben der Questmarker. Das ist doch nicht mein Quartier hier. Das war doch. Also, ich habe das ja schon mal gemacht. Ja, ich denke, ich zeige euch das einfach in der nächsten Folge. Ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.